Jacob! Los! London, ist euer Durcheinander bald los? Diese Stadt war ein sicherer Vorbild für die ganze Menschheit. Das Tuch ist nicht für Sie bestimmt! Ihr würdet nur zerstören, was die Welt ist! Dann lassen Sie mich das wieder richtig stellen. Starek, wir haben dich! Starek! Deine Herrschaft ist fast beendet! Sie hat nicht mal begonnen!
London wird untergehen ohne mich. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung! Nicht mehr, Crawford Stark. Nicht mehr. Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Es ist besser so, oder nicht? Wirst du das Tuch tragen und London regieren? Was es gibt, nimmt es einem anderen. Du würdest alleine altern ohne mich. Du würdest werden wie Vater. Das wäre schlimmer als der Tod. Wirst du es tragen? Nachdem du aufgeräumt hast? Mein ganzes Chaos? Da halte ich nicht mit. Jacob Fry hält sich zurück? Wer erpresst dich? Etwa George? Das wagt er nicht. Du fehlst mir. Du mir auch. Können wir nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Nichts wäre mir lieber. Ich glaube langsam, dass Vater doch nicht alles über alles wusste. Henry! Wir leben in einer großen Welt. Und London ist der Mittelpunkt. Vielleicht nicht ganz der Mittelpunkt. Ich kam so schnell ich konnte. Keine Sorge, ich gehe zurück zum Zug. Hab ich die Mission gefährdet? Du hast sie gerettet. Ich glaube, du gehörst in den Außendienst. Mit mir. Eine Kutsche. Gut gemacht, Freddy. Mr. Eberlein, bitte. Eure Majestät. Miss Fry. Ihr kennt euch schon? Hatte ich das nie erwähnt? Mr. Eberlein informierte uns, dass wir Ihnen dreien unser Leben zu verdanken haben. Ist das wahr? Ist es, Eure Majestät. Evie Fry, treten Sie vor. Und Sie? Mein Bruder, Ma'am. Jacob Fry. Und das ist Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green. Auf die Knie. Aufstehen. Wir erheben Sie alle in den Order of the Sacred Garter. Danke, Eure Majestät. Wenn Sie so talentiert sind, wie Mr. Eberlein behauptet, kommen wir auf Sie zurück. Sergeant Eberlein neigt zu Übertreibungen, Eure Majestät. Wir sehen uns wieder. Und Miss Fry? Ma'am? Falls Sie möchten, es ist noch Kuchen da. Vater wäre stolz auf dich. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Ein Rennen zum Zug? Los!
Aha, es ist unter dem Palast. Dann mal los. Bringen Sie das Tuch umgehend zu Dr. Grammatica. Das Sigma-Team war vor uns hier. Wir sind zu spät. Was sollen wir tun? Töten ist wirklich die unproduktivste Art, unsere Ziele zu erreichen. Töte sie. Kontakt! Deck mich! Dieser dürre Scheißkerl wollte mich umbringen, Berg. Ich will, dass er blutet. Us, them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse, them done the horrid murder on bloody stages, them that loudly crowed their humility, lords and dames that sung the chapels on a Sunday. Halt still, Gottverdammt! Nur die Mission zählt! Verstanden! Those who fought Sean! For something better, those who taught by how they live, loved ones taken long before this world. Galena, wir müssen raus hier! Gewölbe sichern, alle Ziele legitim! Wir müssen los! Sofort! Verstanden. Das Edentuch. Vergiss das beschissene Tuch. Bleib bei mir, Bex. Bitte. Wir gehen. Gute Arbeit, Novize. Schon bald werden wir das Tuch bergen können. Ach ja, wir haben Bilder von der Wanze in Isabels Computer, bevor sie gefunden wurde. Ich spiele sie ab. Entschuldigen Sie bitte. Wie kann Ihnen das Tuch helfen, einen neuen Klon zu erschaffen? Gar nicht. Wird das Tuch um einen Körper gewickelt, sucht es nach Schäden und rekonstruiert sie auf zellularer Ebene. Dann erschaffen Sie keinen Klon, sondern einen von Grund auf neuen Vorläufer. Bingo! Der Zeitplan des Phoenix-Projekts wurde soeben gestraft. Ich rufe Alan Rickon an und erstatte ihm Bericht. Das ist wie Weihnachten! Hallo? Ich bin's. Ich habe das Tuch, wie du verlangt hast, aber ich habe Angst. Hab keine Angst vor mir. Alles ist gut. Ich habe keine Angst. Ich sorge mich um dich. Wenn jemand rausfindet, was du vorhast. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Ich werde euch alle retten.